Test.
und herzlich willkommen zu OrgaTV. Mein Multimedia-Praktikumsteam und ich, Janine Pratwisch, freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt. Unser heutiges Thema dreht sich rund um Retention Management, auch Mitarbeiterbindung genannt. Was euch dazu heute alles erwartet, zeigen wir jetzt. Quiz: Was versteht man unter Retention Management? Wir befragen Leute auf der Straße. Mitarbeiterbindung aus der anderen Perspektive, wie sich der Student von heute seinen Arbeitsplatz von morgen vorstellt. Interview bei Praktika Bau und Heilberger Merkle Holding AG. Right or wrong way of Retention Management. Wie hält man Mitarbeiter richtig? Ja, das war schon mal eine kleine Vorschau zum Thema Mitarbeiterbindung. Später begrüßen wir hierzu dann auch noch einen Studiogast. Das ist die Frau Ritter Reichel der Firma Julius Klatz Feinpapiere GmbH. Ja, diese produziert Feinpapiere der Zigarettenindustrie. Sie ist dort zuständig für Personal und Recht und sie wird uns sicherlich einiges zur Mitarbeiterbindung in ihrem Unternehmen berichten können. Sie bringt dann auch noch einige Präsente mit zur Verlosung. Was? Verraten wir aber erst später. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt fragt ihr euch sicherlich alle, wovon redet die überhaupt? Was ist Retention Management? Ja, diese Frage sollte sich nach dem ersten Beitrag von meiner Kollegin Caroline Kern geklärt haben. Film ab. Die Personalerhaltung, das sogenannte Retention Management, gewinnt besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten an Bedeutung. Denn wenn der Umsatz sinkt und das Unternehmen mehr rote als schwarze Zahlen schreibt, ist ein Verlust an qualifiziertem Personal oft kaum verkraftbar. Doch um dies zu vermeiden, muss das Personal durch bestimmte Anreizsysteme bzw. durch Vermeidung von Austrittsgründen an das Unternehmen gebunden werden. Was versteht man unter Retention Management? Keine Ahnung. Würde ich eher auf C tippen. Also auf die Personalfreisetzung. Altersvorsorge? Kein Plan. Weiß ich auch nicht. Personalfreisetzung? Altersvorsorge. Personalerhaltung, ja. Personalerhaltung. Richtig ist die erste Alternative. Retention Management bedeutet Personalerhaltung, also eine möglichst langfristige Bindung zwischen Unternehmen und den Mitarbeitenden. Welche Maßnahmen sind wichtig, um Mitarbeiter an ein Unternehmen zu binden? Ja, ganz klar, die Einrichtung von festen Mittagspausen. Die Einrichtung von festen Mittagspausen, Verringerung der Urlaubstage und Angebote für Entwicklung und Weiterbildung, alle drei. Vielleicht die Verringerung der Urlaubstage. C. Angebote für Entwicklung und Weiterbildung. Angebote für Entwicklung und Weiterbildung. Angebote für Entwicklung und Weiterbildung. Die Angebote für Entwicklung und Weiterbildung. Das wünscht sich wohl manch einer. Feste Mittagspausen. Jedoch sind Weiterbildungsmaßnahmen wichtiger, als jeden Tag um Punkt 12 seine Suppe löffeln zu können. Warum treten Mitarbeiter aus einem Unternehmen aus? Zu gutes Arbeitsklima. Zu gutem Arbeitsklima, ist ja klar. Ja, ich würde mal sagen, nicht monetäre Anreize. Ja? Der Karriereaufstieg. Karriereaufstieg, Anreize, Anreize. Oh Gott. Nicht monetären Anreizen. Nicht monetäre Anreize. Karriereaufstieg. Karriereaufstieg. Wegen nicht monetärer bzw. monetärer Anreize verlassen Mitarbeiter bestimmt nicht ihr Unternehmen. Im Gegenteil, das bindet sie eher. Doch hat man die Chance, beruflich aufzusteigen, wird man sie auch nutzen. Retention Management tut nicht nur dem Unternehmen gut, sondern auch den Mitarbeitern. Ja, wir hoffen, das hat nun das Interesse zu diesem spannenden Thema geweckt bei euch. Und um das Thema auch gleich weiter zu vertiefen, wollen wir nun gemeinsam auch schon unseren Studiogast begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Ritter Reichel. Schön, dass Sie da sind und sich Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank für die Einladung, Frau Bratzmisch. Ja, ich sehr freue gerne. Mich, hier zu sein. Schön.
Ja, Sie arbeiten bei der Julius Klatz Feinpapiere GmbH und dort ja auch in einer der Führungspositionen. Das ist richtig, ja. Damit ihr auch einmal einen Eindruck bekommt, wie die Arbeitsstelle von Frau Ritter-Reichel so ausschaut, waren wir live vor Ort und haben mal ein paar Impressionen für euch festgehalten. Film ab! Das ist die Firma Julius Klatz GmbH in Neidenfels-Frankeneck. Hier sind 400 Mitarbeiter Tag und Nacht damit beschäftigt, Feinpapiere herzustellen. Dieses Jahr feiert die Klatz GmbH 125-jähriges Bestehen. Seit 1885 stellt sie Spezialpapiere in der Zigarettenindustrie her und ist der weltweit drittgrößte Produzent von Zigarettenpapier. Sie besitzt auch einen Auslandsstandort in Vietnam und ein Joint Venture mit China. Hier sieht man den Zellstoff, aus dem später dann das Feinpapier gewonnen wird. Und danach wird das fertige Papier abtransportiert. Das war ein kleiner Einblick in den Produktionsablauf von Feinpapier. Frau Ritter-Reichel, passend zu Ihrem Unternehmen haben wir hier mit Papier geschmückt. Leider nicht ganz mit Feinpapier, aber es kommt ja dem ein bisschen hin. Ja, jetzt wollte ich auch nicht weiter ausschweifen, sondern ja mit Ihnen über Mitarbeiterbindung sprechen. Richtig. Ja, Mitarbeiterbindung beginnt ja schon beim Berufseinstieg. Und sicherlich haben ja auch Sie junge Menschen in Ihrem Betrieb. Jetzt wollten wir mal wissen, wie binden Sie junge Menschen an Ihr Unternehmen? Naja, für uns ist es zunächst mal wichtig, dass die jungen Menschen überhaupt auf uns aufmerksam werden. Dementsprechend versuchen wir, an Azubis ranzukommen, potenzielle gute Azubis uns zu suchen. Dafür verteilen wir beispielsweise Flyer an den umliegenden Schulen. Und in der Regel finden wir auch immer wieder Azubis, die wir dann ausbilden zu den Berufen, die für uns im Unternehmen wesentlich sind. Das sind einmal die Industriemechaniker, die Elektriker und natürlich die Papiermacher. Das sind letztendlich diejenigen, die die Papiermaschine betreiben. Für uns ist es ganz wichtig, gerade jetzt in den heutigen Zeiten junge Menschen zu finden und dann später auch an uns zu binden. Denn der demografische Faktor spielt bei uns natürlich eine Rolle. Mhm. Gerade in der Produktion sind viele Mitarbeiter Mitte 40 oder gute Anfang 50, sodass sich einfach ergibt, wir müssen junge Leute nachziehen. Und wie sieht es nach so einer Ausbildung dann aus? Also wie geht es dann weiter? Oftmals ist es so, dass, also oder in der Regel kann man sagen, wenn jemand erfolgreich eine Ausbildung bei uns abgeschlossen hat, dann wird er auch übernommen. Ja, die Mitarbeiter fangen dann an zu arbeiten und sollte sich eben jemand als Potenzialträger herausstellen, dann ist es in der Regel so, dass sich der Meister oder die Führungskraft an mich wendet und sagt, könnten wir noch dem eine Weiterbildung oder so zukommen lassen, wie könnte es mit dem weitergehen? So haben wir jetzt in den letzten Jahren viele Leute herauskristallisiert. Wir haben verschiedenste Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt, beispielsweise bei Meistern, bei Technikern. Und da ist es dann auch so, dass wir diese Menschen in der Weiterbildung unterstützen. Wir übernehmen die Kosten für die Weiterbildung. Das kann bei einem Papiermachermeister bis zu 20.000, 25.000 Euro sein. Und wir binden dann diese Mitarbeiter über Verträge an uns, sodass eben nach Beendigung der Weiterbildung diese Mitarbeiter noch bei uns bleiben müssen quasi und bieten ihnen somit natürlich im Prinzip auch eine Chance, diese Weiterbildung, die sie ja nun gemacht haben, bei uns gewinnbringend einzubinden. Die Mitarbeiter nehmen das meistens an, diese Angebote, und sind im Grunde auch sehr froh, weil sie natürlich dann auch eine Perspektive für sich sehen. Und für uns ist es auch eine sehr gute Situation, weil auch wir natürlich darin einen Mehrwert sehen. Und so ist es für uns oder für beide letztendlich eine Win-Win-Situation. Ja, das hört sich auch sehr gut an. Aber was uns jetzt natürlich interessiert, was ist denn mit Studenten? Wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Ja, also bei Studenten ist es so, dass wir selber Kooperationspartner sowohl der BA Mannheim als auch der BA Karlsruhe sind. Die heißen jetzt nicht mehr BA, sondern Duale Hochschule. Aber gut, darauf soll es nicht ankommen. Auf jeden Fall bilden wir dort gemeinsam aus. Wir haben Industriekaufmänner und Frauen dort ausgebildet. Also das hieß damals Diplomkaufmann oder Frau. Dieser Studiengang ist jetzt umgenannt worden. Und für uns sehr interessant ist einfach die Möglichkeit, mit der Uni Karlsruhe zusammen Papieringenieure auszubilden. Mhm. Papieringenieure sind für uns sehr wichtig, weil der Markt für Papieringenieure sehr klein ist. Es gibt nur wenige Universitäten in Deutschland, die das ausbilden. Und wir haben uns einfach überlegt, wir versuchen durch dieses duale Studium uns in Anführungszeichen potenzielle Papieringenieure zu züchten. Ja, das ist ja schon ein Wahnsinnseinblick, wie Sie junge Menschen an Ihr Unternehmen binden.
Aber jetzt interessiert uns natürlich, wir sind ja alle Studierende, wie stellt sich denn der Student von heute seinen Arbeitsplatz von morgen so vor? Dazu haben wir Kommilitonen befragt, wie der nächste Beitrag von meiner Kollegin Katharina Gogolob zeigt. Film ab! Das Ziel eines jeden Unternehmens ist es, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter längerfristig an das Unternehmen zu binden. Um dies bewerkstelligen zu können, müssen Unternehmen auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingehen. Im Folgenden haben wir auf Basis der jährlich repräsentativen Employer Branding Studie 100 Studenten der Uni Saarland befragt, welche Erwartungen sie von ihrem zukünftigen Arbeitgeber haben. Dazu standen ihnen 6 Anforderungskriterien zur Verfügung, welche sie hinsichtlich ihrer Wichtigkeit bewerten sollten. Welche dabei den Sprung auf Siegertreppchen geschafft haben und was die Studenten unter ihren Anforderungen verstehen, zeigen wir euch jetzt. Ja, also mir ist es wichtig, Aufstiegschancen geboten zu bekommen, damit ich mich in meinem Beruf weiterentwickeln kann. Ich hoffe, der Markt hat sich stabilisiert. Die Zahlen sehen vielversprechend. Da bin ich ja mal gespannt. Ich begrüße Sie zu unserer wöchentlichen Sitzung. Wie Sie sehen, sind unsere Umsätze überdurchschnittlich gestiegen. Das haben wir vor allem unserer Mitarbeiterin Frau Bogen zu verdanken. Frau Bogen, herzlichen Glückwunsch. Danke. Sie werden ab jetzt die neuen Projekte leiten. Dankeschön. Abwechslungsreiche Arbeit, Herausforderungen und Spaß an der Arbeit stehen bei mir an oberster Stelle. Spaziert? Ja. Hallo zusammen. Hereinspaziert, Frau Bogen, genug der Langeweile. Das neue Hansen-Projekt sollte auch bis morgen Mittag abgeschlossen sein. Kein Problem. Dankeschön. Endlich eine neue Aufgabe. Mal wieder was. Eine tolle Herausforderung. Mir ist es wichtig, dass ich mich bei meiner Arbeit wohlfühle und dass ich mich mit meinen Kollegen gut verstehe. Da haben wir aber einen dicken Fisch an Land gezogen, Jungs. Aber noch ein ganz schönes Stück Arbeit auf uns zu. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit auch. Und ihr denkt dran, morgen um 18 Uhr treffen wir uns wieder in unserer Stammkneipe, dann trinken wir mal einen zusammen. Ja. Hallo Herr Boss. Hallo zusammen. Wir sind gerade dabei, auf den neuen Auftrag anzustoßen. Möchten Sie servieren? Ja, gerne, danke schön. Aber lassen Sie erst, nehmen Sie doch einfach weg. Ab heute sind wir. Ja, du. Alles klar. Zum Fall des Tages gehen wir heute Abend noch zusammen eine Runde poolen. Lassen Sie uns anstoßen. Prost! Die Umfrage hat ergeben, dass speziell den Studenten der Uni Saarland nicht monetäre Faktoren, wie zum Beispiel die Arbeitsatmosphäre und die Karrierechancen, wichtiger sind als die finanziellen Aspekte Geld und Prämien. Da es sich hierbei nicht um eine repräsentative Befragung handelt, kann dieses Ergebnis nicht als allgemeingültig anerkannt werden. Unternehmen sollten dennoch versuchen, die genannten Faktoren zu berücksichtigen und in den Arbeitsalltag einzubinden. Die Sicht der Studenten zur Mitarbeiterbindung? Ja, auf Platz 1 ist ja die Arbeitsatmosphäre gelandet, aber wir haben uns jetzt gedacht, ja, auch die monetären Anreize sind doch sehr von Bedeutung normalerweise. Welche Erfahrungen haben Sie denn hierzu in Ihrem Unternehmen gemacht? Also meiner Erfahrung nach müssen beide Anreize Hand in Hand gehen. Es bringt nichts, wenn der bestbezahlteste Mitarbeiter hoch frustriert zur Arbeit kommt und schlichtweg keinen Bock hat. Aber es ist natürlich genauso wenig hilfreich, wenn jemand zwar motiviert zur Arbeit kommt, aber mit dem erwirtschafteten Geld sich nicht den Lebensstandard leisten kann, den er haben möchte oder seine Familie ernähren kann. Deswegen muss das einfach ineinander greifen. Beide sind in meinen Augen extrem wichtig. Und wie machen Sie das dann, dass die monetären und nicht monetären Anreize in Einklang kommen? Gut, also hinsichtlich der nicht monetären Aspekte ist es so, dass wir gemerkt haben, für den Mitarbeiter selbst ist Information sehr wichtig. Die Leute möchten einfach wissen, warum komme ich zur Arbeit, warum werden manche Entscheidungen gefällt und so. Kommunikation. Und deshalb haben wir uns entschieden, vierteljährlich eine Mitarbeiterzeitung rauszubringen, um dem Mitarbeiter das ein bisschen nahe zu bringen. Die habe ich auch dabei. Ja, die haben sie uns ja mitgebracht. Dann wollen wir die doch gerade mal unseren Zuschauern zeigen. Das ist die Klazette von der Firma Klatz. Genau. Und dann können Sie vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen. Ja, also wir haben bei der Klazette die immer im Prinzip recht ähnlich aufgebaut. Wir haben einen Bericht der Geschäftsleitung oder der Geschäftsführung.
Darin werden dann auch so die wesentlichen Ereignisse des letzten Vierteljahres kurz dargestellt. Dann haben wir immer Fachbeiträge, beispielsweise hier natürlich ein ganz großes Thema, die Eröffnung unseres Werks in Vietnam. Oder auch hier eine ganz besondere Zertifizierung. Was wir dann auch immer drin haben in der Glazette ist, und das ist, denke ich, auch ein Aspekt der Mitarbeiterbindung, wir erwähnen die Jubiläen des jeweiligen Quartals. Mhm. Das waren jetzt hier die 10-Jährigen und die 25-Jährigen. Oftmals haben wir auch 40-jährige Jubiläen dabei, das muss ich sagen. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wo es nicht der Fall ist. Mhm. Aber wir haben oftmals also auch 40-Jährige dabei, was einfach daran liegt, dass bei uns Mitarbeiter zum Teil ihr ganzes Leben verbringen. Wahnsinn. Gut, dann haben wir natürlich so ein bisschen die Spaßfaktoren in der Zeitung, Latsch und Tratsch nenne ich es mal. Wir hatten zum Beispiel ein großes Fußballturnier im Februar, da haben über 100 Mitarbeiter selbst gespielt und weitere 100 waren also in der Halle, die Stimmung war prächtig. Und da sieht man jetzt dann die Mannschaft, ja? Genau, das ist das Siegerteam und hier noch die beiden Torschützenkönige, die natürlich so auch nochmal zu Ehren kommen. Dann haben wir hier Merken, Mitmachen, Mitfiebern, die Hinweise eben auf unseren Firmenlauf, an dem wir teilgenommen haben. Das war im Mai in Kaiserslautern. Dann nochmal hier unsere Werksmannschaft, die sich letztendlich dann auch, das hat so ein bisschen Eigendynamik auf, angefangen, hier aus diesem Team und anderen Mitarbeitern gebildet hat. Ja, das sind so Dinge, die wir auf der atmosphärischen Seite, sage ich jetzt mal, machen. Mhm. Was bei uns ein fester Bestandteil geworden ist, ist einfach, dass wir Gesundheitstage anbieten. Einmal im Jahr, meistens im Oktober, verbunden mit einer Grippeschutzimpfung. Mhm. Dann haben wir die in den letzten Jahren ganz bewusst immer unter verschiedene Themen gestellt. Das war einmal Blutzucker und Bluthochdruck. Dann hatten wir mal das Thema Fitness. Da haben wir ein Fitnessstudio aus der Stadt da gehabt und auch Fitnesskooperationen angeboten mit Firmenvertrag. Und im letzten Jahr haben wir das Thema Übergewicht aufgegriffen, weil das in einem Produktionsstandort wie bei uns einfach Thema ist und haben eine Weight Watchers at Work Gruppe gegründet. Ja, Sie lachen, das war wirklich hoch erfolgreich. Ja. Wir hatten, und die wurden dann also auch hier nochmal geehrt, die haben sich wöchentlich getroffen und haben eben gemeinsam abgespeckt auch. In der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft, das ist ja auch das, auf was Weight Watchers letztendlich basiert. Und das hat eine so große Eigendynamik aufgenommen, dass dann auch tatsächlich sich eine eigene Neustädter Weight Watchers Gruppe daraus gegründet hat, die in zu überwiegender Zahl eben aus Glatzmitarbeitern besteht. Und solche Dinge machen einfach die Atmosphäre aus und wir hoffen so, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der die Mitarbeiter eben Spaß haben und gerne zur Arbeit kommen und sich mit dem Unternehmen letztendlich auch identifizieren. Ja, jetzt haben wir sehr viel oder Sie haben sehr viel über nicht monetäre Anreize gesprochen, richtig. Aber ich hatte ja vorhin die monetären angesprochen. Können Sie jetzt da auch noch vielleicht was dazu sagen? Gut, da haben Sie natürlich völlig recht. Monetär ist es so, dass wir natürlich ganz normal erstmal Tarif nach Tarifvertrag bezahlen und auch Weihnachts- und Urlaubsgelder auszahlen. Aber wir haben in den letzten Jahren etwas sehr Modernes oder in unseren Augen sehr Modernes abgeschlossen. Wir beteiligen seit 2007 die Mitarbeiter am Unternehmensgewinn. Das bedeutet, dass wir einmal im Jahr 10% des im Vorjahr erwirtschafteten Betriebsergebnisses an die Mitarbeiter auszahlen. Und das hat für uns den Effekt, dass wir richtig gemerkt haben, wie die Mitarbeiter anfangen mitzufiebern. Wann wird denn die Bilanz fertig? Wie viel bleibt denn hängen? Was ist es denn geworden dieses Jahr? Und das ist ganz schön zu sehen. Und so haben wir das jetzt jedes Jahr im Juli. Die Mitarbeiter lassen sich dann diesen Betrag in der Regel als Einmalbetrag auszahlen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter das Wahlrecht haben, das einfach gezwölftelt auszuzahlen, weil es gibt natürlich immer wieder welche, die wissen, wenn ich eine bestimmte Summe bekomme, dann haue ich sie gleich auf den Kopf und die stückeln das dann. Aber das ist für uns ein ganz attraktives Mittel, die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg und damit natürlich auch an den Geschicken des Unternehmens zu beteiligen. Die kriegen ein Gespür davon, geht es uns gut, geht es uns nicht gut, wie sehr müssen wir uns anstrengen. Und das ist etwas, was wir für gut erachten. Ja. Das ist wirklich, Frau Ritter-Reischl, ein toller Einblick in Ihre Mitarbeiterbindung. Lassen Sie uns doch mal mit den Zuschauern gemeinsam schauen, wie es in einem anderen Unternehmen aussieht. Dazu war meine Kollegin Christine Schirer bei Praktika Holding AG und hat sich dort mal umgeschaut. Film ab! Retention Management ist eines der wichtigsten Themen in der Personalpolitik eines Unternehmens, denn es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Mitarbeiterbindung und Unternehmenserfolg.
Doch was können Unternehmen tun, um wertvolle Mitarbeiter zu halten? Deshalb befinde ich mich heute vor der Zentrale der Praktika Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG in Kirkel und treffe Herrn Goletz, der für die Führungskräfteentwicklung und Betreuung zuständig ist. Praktika ist ein international agierendes Unternehmen, das mithilfe von 27.000 Mitarbeitern 440 Märkte in 10 verschiedenen Ländern betreibt. Praktika, hier spricht der Preis. Monetäre Anreizsysteme sprechen nicht nur die Interessen der Mitarbeiter an, sondern spiegeln eine Wertschätzung ihrer Leistung wider. Was bietet Praktika seinen Mitarbeitern diesbezüglich an? Neben dem Fixgehalt, was wir unseren Mitarbeitern und Führungskräften auszahlen, haben wir für die Führungskräfte ein Entgeltsystem namens EVA in das Programm reingenommen. EVA bedeutet Economic Value Added, auf Deutsch der erwirtschaftete Mehrwert. Grundsätzlich wollen wir hierbei die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg teilhaben lassen. Zahlreiche Studien belegen jedoch, dass die rein finanzielle Entlohnung zur Mitarbeiterbindung nicht ausreicht. Welche nicht monetären Maßnahmen ergreifen Sie hier bei Praktika, um Mitarbeiter zu binden? Wir haben ein Management Development Programm aufgesetzt, wo wir alle 2 Jahre interne Potenziale einschätzen und sie diesbezüglich identifizieren und über unsere Praktika-Akademie weiterentwickeln und qualifizieren. Welche sind denn die wesentlichen Ursachen für die Abwanderung von Schlüsselkräften? Als Ursache sehen wir ganz klar die mangelnde Kommunikation, eine mangelnde Transparenz. Was wollen wir dafür tun als Konzern, damit wir die Kommunikation stärken können? Wir haben hier Kommunikationsplattformen eingerichtet, wobei wir auf 3 Ebenen unterscheiden. Einerseits die Führungskräfte, die sich mit unseren Vorständen einmal im Monat treffen. Den Vertrieb integrieren wir hier mit dem Vorstand bei unseren Vertriebsstammtischen, die im Quartal einmal stattfinden. Und für unsere Nachwuchskräfte haben wir eine dementsprechende Plattform geschaffen, wo wir ebenfalls die Kommunikation stärken und damit die Abwanderung von Schlüsselkräften auch nachhaltig vermeiden wollen. Je früher Warnsignale für abnehmende Bindung empfangen werden können, desto eher können geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Welche Anzeichen können dies beispielsweise sein? Es ist das Personalcontrolling zu sehen, was in vielen Unternehmen einfach als reaktives Instrument eingesetzt wird. Hierbei soll es proaktiv fungieren, dass es über Krankenstände, über Fluktuationen, Unzufriedenheiten eine nicht vorhandene Bindung zum Unternehmen erkennt und diesbezüglich anhand dieser Kennzahlen geeignete Maßnahmen eingeleitet werden können, um die Bindung zu Mitarbeitern, zu Führungskräften wiederum zu stärken. Das war der Einblick in ein anderes Unternehmen. Jetzt wollen wir aber nochmal zurückkommen zu Klatz. Deswegen stehen wir jetzt auch hier. Und zwar wollen Sie uns jetzt mal zeigen, aus wie vielen verschiedenen Papiersorten so eine Zigarette besteht. Da haben Sie ja auch schon was vorbereitet. Das können Sie ja vielleicht gerade mal zeigen. Genau, also zunächst mal eine Standardzigarette, wie man sie überall bekommt. Und ich denke, jeder geht erstmal davon aus, dass es einfach zwei Papiersorten sind. Das Braune und das Weiße. Hätte ich jetzt auch gedacht, ja. Ja, so ist es leider nicht. Es ist so, das habe ich hier in der Tat schon mal vorbereitet, dass wir einen weißen Teil der Zigarette haben, das sogenannte Zigarettenpapier. Und dann haben wir um den Filter drumherum 2 verschiedene Papiersorten. Das ist einmal dieses ganz hauchdünne und feine sogenannte Filterumhüllungspapier und dann das braune sogenannte Tippingpapier. Beides zusammen umschließt so den Filter und gibt dann eben gemeinsam die Zigarette. Wir selber produzieren in Neidenfels-Frankeneck alle 3 dieser Papierarten, aber eben bis zu 280 verschiedene Sorten. Jetzt wundert man sich, wo kommen denn die Sorten her? Also es ist einfach so, dass verschiedene Kundenwünsche haben. Ich habe jetzt auch so eine große Zigarette mal dabei. Es gibt eben Zigaretten, die haben Prägungen in die Längsrichtung, welche, die haben Prägungen in die Querrichtung. Kundenwünsche sind zum Teil auf unterschiedliche Luftdurchlässigkeiten von dem Papier oder Porositäten abgestimmt. Also es sind insgesamt 280 verschiedene Papiersorten, die wir letztendlich aus diesen 3 Arten herstellen können. Wow, das ist ja Wahnsinn. 280 Sorten, aus denen der Kunde wählen kann. Da muss man ja sicherlich bei der Produktion aufpassen, dass nichts schief läuft. Aber auch bei der Mitarbeiterbindung muss man aufpassen, dass nichts schief läuft.
schief läuft. Deswegen haben wir im nächsten Beitrag eine kleine Anleitung, wie es richtig gehen könnte. Film ab. Mitarbeiterbindung ist sehr wichtig, um hohe Fluktuationsraten, welche teuer, kostspielig und auch image-schädigend für Unternehmen sein können, zu vermeiden. Der Arbeitgeber muss einiges dafür tun, um wertvolle Mitarbeiter zu binden. Nur Mitarbeiter, die sich im Unternehmen wohl und mit diesem verbunden fühlen, lassen sich längerfristig binden. Das richtige Verhalten der Führungskraft ist hierbei entscheidend. Schauen wir mal, wie Mitarbeiterbindung richtig oder auch falsch laufen kann. Mitarbeiterbindung beginnt schon bei guter Führung, die partnerschaftlich und fair ist. Was ist denn jetzt schon wieder? Oh. Ach, Herr Müller. Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz. Wenn auch das Arbeitsumfeld für die meisten Mitarbeiter wichtiger ist als Geld, um sich dem Unternehmen verbunden zu fühlen, darf eine bestimmte Gehaltsgrenze nicht unterschritten werden. Herr Meier, ich arbeite jetzt schon einige Jahre hier und ich wollte fragen, ob ich eine Gehaltserhöhung bekommen könnte. Nein, Herr Müller, das geht nicht. Ich muss jeden gleich behandeln. Ja klar, Herr Müller. Sie bekommen dann auch die Kundenregion West. Daher haben Sie längere Fahrstrecken und bekommen auch einen Firmenwagen gestellt. Ein weiterer Punkt, den Arbeiter als wichtig erachten, um sich dem Unternehmen verbunden zu fühlen, sind gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Herr Müller, klappt das immer noch nicht? Dann lassen Sie es doch bitte von Frau Schmidt zeigen. Herr Müller, klappt es immer noch nicht? Ja, dann kommen Sie später bei mir im Büro vorbei und suchen wir für Sie die passende Schulung aus. Die Suche nach gutem Personal ist wegen des verschärften Arbeitsmarktes schwieriger geworden. Schließlich kann auch beim Recruiting Personal gebunden werden. Wenn die Mitarbeiter in die Personalsuche mit einbezogen werden, können zum Unternehmen passende Mitarbeiter schneller gefunden werden. Das spart Kosten und die Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt, da ihre Meinung gefragt ist. Trotz noch so guter Personalbindung kann es vorkommen, dass Mitarbeiter kündigen. Nur wer signalisiert, dass ein Wiederkommen kein Hindernis darstellt, hat die Möglichkeit, den entsprechenden Mitarbeiter nochmals für sich zu gewinnen. Raus mit dir! Müller, ich muss das akzeptieren, aber Sie wissen ja, die Tür steht jederzeit offen. Na, alles verstanden? Dann kann ja die richtige Mitarbeiterbindung losgehen. Das war reichlich Information heute zu Retention Management. Zum Abschluss, last but not least, kommen wir aber noch zur versprochenen Verlosung. Ja. Die Frau Ritter Reichel spielt natürlich die Losfee, denn Sie haben ja auch die Geschenke mitgebracht. Wollen Sie gerade mal zeigen, was Sie da mitgebracht haben? Klar. Ich habe mitgebracht ein paar Dinge, wo ich dachte, das kann ein Student gebrauchen. Das ist einmal eine Thermoskanne, so ein Thermosbecher und ein USB-Stick. Natürlich alles mit unserem Glatz-Logo. Gut. Ja, dann wollen wir auch anfangen. Mit was fangen wir an? Mit dem USB-Stick? Mm. Dann würde ich sagen, greifen Sie mal beherzt rein und dann ziehen wir den Gewinner für den USB-Stick. Oh, das ist einer rausgefallen. Dann haben so viele mitgemacht, ja. Und gewonnen hat den USB-Stick Karl-Philipp Ritter. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann legen wir den Zettel mal gerade dahin. Der erste Gewinner. So, dann erstmal die große Kanne, würde ich sagen. Gut. Wir mal. Darf ich das mal vorlesen? Ja, bitte. Ich bitte darum. Oh, Pascal Klein. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. An dich geht die Kanne. Der hatte erst noch was anderes geschrieben. Und jetzt? Lisa Theobald. Und die, an die geht das heiß begehrte Thermotasse, die war sehr begehrt. Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt eure Geschenke dann hier am Lehrstuhl von Personal- und Organisationsmanagement von Herrn Dr. Professor Scholz abholen kommen. Bringt den Studentenausweis mit, dass wir die Namen kontrollieren können. Ja, jetzt sind wir leider schon am Ende der Sendung angekommen. Wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, könnt ihr die Sendung in voller Länge plus der Verlosung im Archiv nochmal schauen. Und auf www.orga.tv. Natürlich. Jetzt möchte ich mich aber recht herzlich bei Frau Ritter Reichel bedanken. Oh!
Das funktioniert hier wie bei Wetten, dass. Also vielen Dank, dass Sie da waren und sich die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns gefreut, dass Sie da waren. Ja. Ja, und dann, wer noch mehr über die Firma Julius Klatz GmbH erfahren möchte, kann sich auf www.klatz.de informieren. Wir hoffen, die Sendung war lehrreich und hat euch gefallen. Uns jedenfalls hat es sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch dann noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.